Die Variante A. Abwandlung. Noch eine Abwandlung. Das war jetzt interessant. Drei ziehen auf zwei ziehen. Das ist eine ganz tolle Kombination. Wenn man jetzt mit den Akkorden arbeitet, immer daran denken, schnell weg von den Akkorden, weil ich will die nur blitzartig reinwerfen. Das ist so. Lass mal die Hand weg. Ich zeig's mal so. Wenn man jetzt genau hinhört, ich mache 3 Ziehen, gehe bei 3 Ziehen ganz leicht ins Bending, dann gehe ich sofort auf den Akkord, schlagartig gehe ich dann weg von der Mundharmonika und sofort auf 2 Blasen. Und der Einwurf vom Akkord erfolgt halt blitzartig. Das habe ich auch beschrieben unter Zusatzthemen, Einbringen von Akkorden ins Spiel. Total spannendes Thema. Jetzt spielen wir die Variante B. Ich habe jetzt statt 1 und 4 ziehen am Anfang einfach nur den 4 ziehen genommen. Statt dem 4 ziehen nach dem Slide habe ich dann Intervall genommen. Die Variante C. Ganz anders, gell? Also hier kann man wieder mit Akkorden spielen, man kann alles reinbringen, was man will, man kann auf einem Ton länger bleiben, dieses. Und das habe ich jetzt auch gemacht mit dem Akkord. Ich werfe das immer sehr schnell ein.
Man überhört es leicht, aber das gibt dem Ganzen so eine Rundung, so eine Fülle. Ja, so eine Fülle kann man sagen. Genau. Aber das ist wichtig jetzt in dem Zusammenhang, wenn man sowas übt, stellt alles in Frage. Was ihr da gerade habt als Vorlage, ist nichts weiter als ein Rahmen. Brecht ihn auf. Bleibt auf bestimmten Tönen länger stehen. Lasst Töne weg. Das ist das Ziel. Bringt andere Töne bei, wie auch immer. Jetzt kommen wir zur Variante E. Mal anders. Dabei flexibel bleiben, sich nicht ausschließlich an diese Vorlage klammern, sondern aus dem ganzen Tonvorrat schöpfen, den man zur Verfügung hat. Tonkombinationen wählen, zum Beispiel Intervalltypen, Zweilochabdeckung, Einlochabdeckung, ich kann Kratztöne spielen, ich kann Einzeltöne spielen, ich kann aber auch Chords einwerfen. Und darum geht's. Prima.